Hast du dich schon mal gefragt, ob ein Wohnmobil- oder Hotelurlaub preiswerter ist? Dann bleibt dran, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Und ganz wichtig, Leute, wir haben am 2. und 3. November unser Season Closing Event. Es erwarten euch Mega-Nachlässe auf Neu- und Gebrauchtfahrzeuge und bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel in unserem Shop. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo, mein Name ist Jana Wagner von Reisemobile MKK und heute vergleichen wir die Kosten eines Urlaubs mit einem eigenen Wohnmobil und eines klassischen Hotelurlaubs. Lasst uns mit den Kosten für das Wohnmobil beginnen. Wir sprechen hier von einem Kastenwagen mit 5,40 Meter Länge und einem Aufstelldach. Das Fahrzeug ist 3 Jahre alt und kostet etwa 45.000 Euro. Der Wertverlust beträgt nach den ersten 1 bis 2 Jahren etwa 2% pro Jahr, was einem jährlichen Verlust von rund 900 Euro entspricht. Zusätzlich berücksichtigen wir die jährlichen Wartungskosten von etwa 300 Euro, die ebenfalls in die Kalkulation mit einfließen. Wie sehen die weiteren Kosten aus, wie etwa Versicherung und Steuern? Die Versicherung kostet etwa 700 Euro im Jahr und die Kfz-Steuer liegt bei rund 250 Euro. Zusammen mit dem Wertverlust und den Wartungskosten kommen wir so auf etwa 1.950 Euro an jährlichen Fixkosten. Und wie viel kostet dann ein Urlaub mit dem Wohnmobil? Wir gehen von 2 Haupturlauben aus. Ein 2-wöchiger Urlaub in der Toskana oder am Gardasee kostet inklusive Sprit, Stellplatzgebühren und Verpflegung rund 2.000 Euro. Eine Woche an der Nordsee, zum Beispiel in Deutschland, kostet etwa 1.100 Euro. Hinzu kommen noch 2 verlängerte Wochenenden im Jahr, etwa 350 Euro pro Wochenende für Sprit, Stellplatz und Verpflegung. Insgesamt landen wir bei rund 5.500 Euro für das gesamte Jahr. Wie sieht nun der Vergleich zu einem Hotelurlaub aus? Bei einem Hotelurlaub für 2 Erwachsene und 2 Kinder kalkulieren wir alle Urlaube zusammen, inklusive eines 2-wöchigen Urlaubes im Sommer mit Halbpension. Für das gesamte Jahr würden die Hotelurlaube etwa 6.900 Euro kosten, inklusive der Anreisekosten. Da unser Wohnmobil ein Kastenwagen mit Aufstelldach ist, kann es auch im Alltag genutzt werden. Und dadurch spart man sich dann auch die Kosten für ein zusätzliches Fahrzeug. Bei einem Pkw, der rund 20.000 Euro kostet, hätte man eine Versicherung von rund 1.000 Euro im Jahr, die man sich spart. Die Steuer ist in etwa gleich hoch wie beim Wohnmobil. Aber auch hier spart man sich den Wertverlust, der beim Pkw deutlich höher ist. Etwa 10% pro Jahr, also rund 2.000 Euro. Zusätzlich fallen jährliche Wartungskosten von etwa 300 Euro an. Das bedeutet, dass man allein durch den Wegfall des zusätzlichen Autos rund 3.300 Euro spart. Was bleibt dann letztlich für die Kosten des Wohnmobilurlaubs übrig? Nach Abzug dieser Einsparungen bleiben uns also noch etwa 2.200 Euro an tatsächlichen Kosten für das gesamte Jahr. Ein weiterer großer Vorteil ist definitiv die Flexibilität. Man kann spontan entscheiden, wohin man fahren möchte und ist nicht an feste Buchungen gebunden. Die Kinder haben riesigen Spaß, weil es einfach ein Abenteuerurlaub ist. Sie lieben es, die Natur zu erkunden und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Außerdem ist man unabhängiger und spontaner. Man kann überall anhalten, wo es einem gefällt und den Urlaub wirklich nach eigenen Wünschen gestalten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass ein Urlaub mit dem eigenen Wohnmobil nicht nur finanziell mit einem klassischen Hotelurlaub konkurrieren kann, sondern auch durch seine Flexibilität und die vielen Abenteuer punkten kann. Zwar gibt es gewisse Fixkosten, aber durch die Nutzung des Fahrzeugs als Alltagsauto lassen sich diese Kosten ausgleichen. Die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Möglichkeit, jederzeit spontan zu reisen, machen den Wohnmobilurlaub besonders für Familien zu einer reizvollen Alternative. Also, seid ihr eher Team Camping oder Team Hotel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren News zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns am 2. und 3. November hier in Gelnhausen bei unserem Season Closing Event. Unser Team freut sich auf euch.